was geht ab? Schönen guten Morgen. Na, habt ihr mich vermisst? Also, ich hab euch sehr vermisst. Ich küsse doch alle eure Ärsche. He told me to film him do this trick. Okay, Bro, dann zeig mal deinen coolen Trick. Wow, der war geil. Heißt der zufällig, ich breche mir meine Wirbelsäule mit einem Einkaufswagen? Falls ja, der ist wirklich stark. POV, du hörst auf, Banner zu schauen. Okay, okay, jetzt geht das los, dass ihr Memes über mich macht, oder was? Das stimmt überhaupt nicht. Wer von euch Pissern war das? Was ist los mit euch? Was für? Als ob man so aussieht, wenn man meine Videos schaut. Wer auch immer das war, f*** dich oder f*** euch. Was soll die Scheiße? Ich bin hier der sich über andere lustig macht und nicht ihr über mich, okay? Es gibt ungefähr so viele Livestreamer da draußen, wie es Ameisen gibt. Und ich bin hier auf einen gestoßen, der einfach nur entspannt FIFA spielt. Einfach mal abschalten, gemütlich eine Runde zocken und alle Sorgen vergessen. Wo kommt das Auto auf einmal her? Wo streamt der Kollege bitte, dass einfach so ein Auto in seine Wohnung reinfahren kann? Das ist so unglaublich abgefuckt, ich komme nicht drauf klar. Imagine, du willst einfach entspannt FIFA spielen und auf einmal kommt da was von der Seite angefahren. Dem Kollegen geht's natürlich gut. Alle Stunts wurden hier von Profis ausgeführt und niemand wurde verletzt. Nochmal ganz wichtig hier zu sagen, ne? Ach ja, und apropos zocken, der nächste Kollege hat bisschen zu lange mit seiner PlayStation gespielt, sodass sich das Ding in einen Grill verwandelt hat. Oh ja, yeah, but don't keep touching your meat. Sometimes you might want to close it. Was zum Teufel ist nur los mit der Menschheit? Der macht sich einfach ein Steak in seiner PS4. Also wie viel Langeweile muss man denn haben, um sich dafür zu entscheiden, das einfach jetzt zu tun? Aber es sieht echt gut würzig aus. Ich würde gerne einen Happen haben, aber ich glaube, dass ich danach wegen einer Plastik- und Kunststoffvergiftung im Krankenhaus künstlich beatmet werden muss. Deswegen, alles gut. Du kannst alleine essen. Lass es dir schmecken. Und apropos schmecken lassen, ne? Schaut mal, was der Bruder hier vorhat. Damn, boy. Ich sehe jetzt schon, das kann nicht gut enden. Jo, wie er geflogen ist. Stellt euch mal vor, dort unten im Wasser ist jemand, der gemütlich geschwommen ist. Und sieht auf einmal dieses riesige Ding dort geflogen kommen. Original, der Typ im Wasser dann so. Aber was waren das bitte für goofy Sounds im Video? Ich glaube, das war editiert. Ich habe hier das Original gefunden. Okay, 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 okay. Nein, 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 nein. Das war auch noch nicht das Original. Das hier ist das Original. Eieieiei. Ehrenlose Folge mal wieder. Screaming in the Bathroom Prank. Also der Prank ist es jetzt, dass er in öffentlichen Restaurants auf dem Klo einfach rumschreit. Geiler Prank. Den solltet ihr auch unbedingt mal ausprobieren. Falls ihr macht, schickt mir Video davon, damit ich es ausschlachten kann für Content. Okay, Bruder, gibt's da drin jetzt ein Zoo oder was? Kann man noch irgendwo Eintrittskarten kaufen? Das hört sich nicht gesund an, Bro. Das hört sich Real Talk wie ein Exorzismus an. Oha, die Chefin. Oh oh, jetzt gibt's Stress. Ina! Ina! Out of my store now, before I call the cops. You have literally... Was ist denn mit dem passiert? Der war da drinnen und kommt raus mit zerrissenem T-Shirt und Schmerzen. 30 seconds to get out of my store. What the f***? Wieso ist da jetzt Godzilla? Und B.
Bigfoot? Ey, die Leute sind doch krank heutzutage. Die Chefin musste danach doch zur Therapie, weil sie eine Psychose bekommen hat. Das wundert mich auch nicht, wenn man mit solchen Kunden den ganzen Tag zu tun hat. Die hat safe den Laden danach zugemacht. Das war endlich ihr Zeichen, was sie gebraucht hat, um das Ding ein für alle Mal hinzuschmeißen. Wirklich mal wieder ein absolut genialer Streich, den ihr nachmachen könnt. Und hier habe ich direkt den nächsten Prank für euch. Der hat alles auseinandergenommen. Die Jungs sind wirklich Kings. Nur für diese 7 Sekunden hat er sein Mittagessen gewastet und musste dann auch safe vor allen putzen und wischen. Stark. Hat sich doch gelohnt. Geht Nizzy zu weit mit dieser Line? Im Waggon, du belügst deine Jungs, sag, was hast du davon? Mit diesem Rasierer rasiere ich jetzt meine Eier. Ist mir ein bisschen zu politisch, muss ich sagen. Nizzy geht schon ein Stück zu weit damit. Das gehört sich eigentlich echt nicht so. Ich verstehe ja Kunst, dies, das, aber ob man solche Themen wirklich in Tracks ansprechen, die auch von Kindern gehört werden? Weiß nicht, Bro. Nicht so meins. Meine Meinung, ja? Nur meine Meinung, okay? Wie auch immer ihr es findet, ist euer Ding. Ich will nicht wissen, was der Bruder für Dinge gesehen hat auf dem Festival. Der versteckt sich gerade auf dem Klo vor seinen Dämonen. Hey, 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 guck mich nicht so an, Mann. Ich kann auch nichts dafür, dass du dir ein bisschen zu viel gepoppt hast und jetzt Stimmen hörst und Halluzinationen hast. Es gibt auf dieser Welt Milliarden von Menschen und Milliarden von Talenten. Es gibt Sänger, Zauberer, Leute, die irgendwas stapeln, YouTuber, zum Beispiel wie mich. Let's go, ich bin talentiert. Es gibt Leute, die tanzen, essen, reden, witzeln, keine Ahnung. Ey, es gibt doch alles. Es gibt ein Talent für alles. Aber der Homie aus dem nächsten Clip hier hat wirklich eins meiner Lieblingstalente. Warum hast du kein T-Shirt an, mein Bester? Okay, ja, ich verstehe schon, er will im Beast-Mode sein. Er will sich wie ein Tier fühlen. Okay, ich sag dir ehrlich, das war schon krass. Das war wirklich, wirklich, wirklich stark. Der Bottleflip am Ende hat ihn zur Legende gemacht. Der Typ wird in die Geschichtsbücher von dieser Schule eingehen, als der crazy Sipper, der den Bottleflip geschafft hat. GG's an dieser Stelle. Hey guys, I'm back in the Florida Everglades and this swamp puppy doesn't look too happy to see me. Come on, little fella. Go back to your friends, I know they're waiting on you. Hängt dir gar nichts an deinem Leben, sag mal. Was ist das denn für ein Geisteskranker? Er chillt da einfach im Amazonas mit so einem riesen Krokodil, was ihn einfach auffressen könnte. Das Ding muss ich nur einmal so packen, so. Und dann bist du dead. All the swamp puppies are pretty used to seeing me out here. They've learned to accept it. That's not your average looking swamp puppy. That's because it's an American crocodile. Besides me, he's in charge around here. I'm looking for that 20-foot Burmese python and I'm pretty sure a skunk ape is following me. I had to climb a tree. There's definitely plenty of carpenter ants out to- Wow! Ich glaube, wir haben hier Mowgli gefunden hinter der Kamera. Der Bre ist einfach eins mit der Natur. Nein. It don't hurt too bad. Look at this. Yoink. Was für Yoink? Der nimmt das Ding einfach in die Hand. Mach das mal bei dem Krokodil. This is a stud blue land crab. Check out that claw. Yoink. It's a brown basilisk. Das ist wirklich, wirklich wild, was er da macht. Wortwörtlich wild. Look at his blue little eye. I found this very nervous stray German Shepherd. He was growling at me at first, but I ended up being his friend. He didn't let me take him home, but at least I could give him some barbecue leftovers. Python, yoink. He gave me a little kiss. There's plenty more where that came from. Der Bruder hat wirklich nur Angst vor Gott. Ooh, yoink. It's a little red-tailed boa. I'm gonna keep him as a pet for sure. No 20-footer tonight, but I got the babies. Ja, okay, übertreibt direkt. Alles klar. Gutes Video. 9 von 10. 10 von 10 gibt's, wenn du so ein Krokodil das nächste Mal in die Hand nimmst. Und wenn ihr wollt, dass ich euch einfach mal so joinke. Joink, joink, joink. Dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Gango.